Oh. Achso, deswegen kann ich hier einfach rein, weil hier ist niemand mehr. Hier sind nur noch mehr Gyptos. Das hätten die mir aber auch sagen können. Dass hier niemand mehr ist. Haben die Stadt aufgegeben? Haben die etwa die Stadt aufgegeben? Sind die überrannt worden von Gyptos? Von Untoten? Oh shit. Oder verstecken die sich einfach? Kann man nur so hässlich sein? Gammelfleisch auf zwei Beinen. Müsste hier nicht Rinchu irgendwo hier sein? Die ist doch jetzt die neue Königin. Hä? Die gute Rinchu. Die ist doch Obosas Nachfolgerin. Wo ist denn die? Die ist ja alles hinüber. Was ist denn hier passiert? Oder verstecken die sich jetzt alle da unten? Das gab's aber früher nicht. Okay, keiner zu Hause, die sind alle weg. Alle futsch. So, warte mal, die Markierung kann ich ja wieder löschen. Hage, Baba, ich komme zu Hause. Komme zu Hage? Nein. Keiner zu Hause. Hat ja keiner zu Hause. Warum hat ja keiner zu Hause hier? Was soll das denn? Wo seid ihr denn alle? Haben die sich hier unten versteckt? Da ist jemand. So, jetzt kommt. Das sind die. Das ist ein Void. Da finde ich rein. Die sind gleich mal rausgekickt. Nee, bitte nicht. Komm, ich habe jetzt keinen Bock auf Crossdressing. Ich hätte auch gar keine Klamotten. So, hörst du mich, Pinya? Oh. Keine Vorkommnisse, hm? Oh. Was, ein Boy? Bist du hier, um Schutz vor dem Sandsturm zu suchen? Hier ist die Untergrundstadt von uns, Gerudo. Es wird mir leider aber kein Wort auf dieses Tor passieren. Boy oder bin ich eher dein Boy? Oh, nicht B. Weißt du, bei der Aussprache leicht auf die Lippen. Boy. Ach, ich kann gar nicht sehen, wie oft ich das schon erklären musste, seitdem ich wache bin. Voi bedeutet in unserer Sprache Mann. Es ist Gesetz bei uns, dass wir bis zu einem bestimmten Alter nicht mit Voi in Kontakt treten. Alles klar. Die sind ganz schön brüde. Was ist da draußen los? Ist etwas passiert? Tja, hier ist ein Voi. Ein Voi? Ist der vielleicht richtig hot? Kein Grund zur Sorge, es ist nur ein kleiner Boy, der hier nicht mal bis an die Gucklöcher reicht, durch die wir reden. Ja, Link ist halt wirklich klein, aber die Gerudos sind an sich auch relativ groß. Also, oh, boah, Obosa, die war, huiuiui, die war gefühlte 3 Meter. Niemand kann ihn sehen und er sollte auch niemanden sehen können. Eigentlich dürfen wir Gerudestadt gar nicht betreten, aber wir befinden uns gerade im Ausnahmezustand. Solange du dich der Untergrundstadt fernhältst, werde ich ein Auge zudrücken. Wenn du Schutz eines Sandsturms suchst, kannst du dich in einem der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Extra fick. So. Na, viele kennen tut man es aber nicht gerade. Da hinten ist wer. Na gut, geh ich halt wieder. Ich lass mit hinten wachsen, komm wieder zurück. In was für ein Haus soll ich mich. In was für ein Haus soll ich mich denn ausruhen? Hier ist alles voller Sand. Ist alles zugeschüttet. Wo soll ich denn pennen? Ist lustig. Oh, du kannst dich an der Häuser an der Oberfläche ausruhen. Bro, hier ist alles voller Sand, zugeschüttet, Dings. Hier kann ich nirgendwo pennen. Autsch. Dann halt Elektro. So, wie schmeckt euch das?
So, ja klar. Ey, ich denke schon wieder an die einfachsten Sachen nicht, ne? Ich kann doch einfach die Kisten mit der Ultrahand übereinander stellen, da kannst du einfach reingucken. Aber ob das was bringt? Ich meine, ich habe keine Ahnung, wie groß ist Link eigentlich? Der hat, ich habe das Gefühl, der ist 1,60. 1,50, 1,60. Der ist richtig klein. Also wahrscheinlich sind die Gerudo gar nicht so groß, aber Link ist einfach ein Knirps. Der ist einfach klein. So, sorry. Come on. Kann hier einmal was in dem Spiel funktionieren? Untersuchen. Dieser Brief ist durch den Wasserlauf schafft. Und den Wurm meiner Träume erreicht, der draußen lebt. Hey, hör gefälligst auf, mit dem Zeug zu werfen. Dieser Wasserlauf ist mit den Quellen an der Oberfläche verbunden. Du verschmutzt das Trinkwasser, wenn du hier Sachen reinwirfst. Wie gemein, ich verschmutze überhaupt nichts. Ich schicke nur Briefe an den Wurm meiner Träume. Okay. Das heißt, irgendwo können wir scheinbar über den Wasserlauf hier hineinkommen, Also hier? Aha. Alter, tatsächlich. Oh, schade, ich kann's nicht einsammeln, oder? Warte, kann ich das mit der Hand grabben? Kann ich grabben? Ich kann's grabben. So. Untersuchen. Ich habe dich gefunden. Lese dieses Briefs, du bist der Boy der Stunde. Und ich bin deine Vi. Beeil dich und rette mich aus dieser Welt, in der ich gefangen bin. Ich werde dir weiter meine Liebe senden, damit du mich bald findest. Alles wird gut, denn bald sehen wir uns. Das Schicksal will es so. Gezeichnet Caliban. Na gut, was Zelda nicht weiß, macht sie nicht heiß. Die ist ja im Moment gerade sowieso nicht da. Zeit für eine kleine Affäre. Eigentlich ist Link nicht so einer. Wenn sie auch so denken, ich bin nicht so einer. Warte mal, kann ich hier einfach mit dem Sedeckensprung? Genau. Upsi. No. Ein Boy! Hier ist ein Boy! Haltet ihn! Aber ich wollte doch zu meiner Traumfrau. Wieso stellen die sich unserer Liebe in den Weg? Kein Zutritt für Boy! Kehre auf der Stelle um! Oh. Halt! Oha! Jo, okay, wer ist sie? Die kenne ich! Billa! Die heißt wie ein Supermarkt bei uns, nur mit Y. Lange nicht gesehen, Ritter von Hyrule. Schon in Ordnung. Diese Person hat die Erlaubnis, der Königin die Stadt zu betreten und ihre Einrichtungen zu nutzen. Sagt es allen weiter. Oh. Wenn du dich durch diesen Sandsturm gekämpft hast, ist etwas passiert? Ja, eure Stadt ist ja voller Giftdosen so, ne? Ja, und Zell ist auch weg, ne? Prinzessin mit Hyrule, die wird vermisst? Wir haben Gerüchten wegen des Schlosses von Hyrule gehört, aber das ist ja weiter Schlimmes gedacht. Dennoch, Ritter, ich meine Link, ich bin beeindruckt, dass du es durch diesen Sandsturm hergeschafft hast. Bei einer Weile kam plötzlich dieser Sandsturm auf. Wir wollten ihn eher untersuchen, aber er brachte Schwärme von Giftdos mit sich und wir waren gezwungen, uns in die Stadt zurückzuziehen. Doch sie sind uns gefolgt, daher mussten wir alle in den Untergrund evakuieren. Als Beschützerin dieser Stadt lastet dieses Schmachspiel auf mir. Ich würde dir gern bei der Suche nach der Prinzessin helfen, aber jetzt ist keine gute Zeit dafür, es tut mir leid. Königin Riju versucht gerade die Kraft zu erlangen, mit der sie uns aus dieser Lage befreien kann. Wenn du die Königin suchst, solltest du es in den Ruinen im Norden versuchen. Oh, okay, Riju aus Gerudo-Stadt. So. Na? Okay. Ist das ein richtiger Boy? Oh, das ist ein Boy. Ein Boy hier? Ist der echt? Kann ich den anfassen? Nein. Anfassen verboten. Oh, die schämen sich voll. Ist voll schüchtern. So, hi. Was sag? Ich verkaufe hier Pfeile und schleimische Leder. Der gänzt sich prima, ne? Gib's mir erstmal alles, komm, gib's mir alles. Gib's mir alles hier, gib mir alles hier. So, Holzpfeile, gib's mir auch alle. Dankeschön. So.
So, dann hier gibt es noch ein paar Quests. Hm? Hallo? Zaba. Rotana. Oh, du musst dieser Voice sein, mit dem man so viel hört. Eine Frage. Interessieren sich denn hylianische Wölfe Archäologie? Ich mag es zwar nicht so aussehen, aber ich bin Archäologin. Und ich habe endlich die Inschrift auf diesen Monumenten entschlüsselt. Hier stehen vielleicht Sachen. Soll ich dir davon erzählen? Bestimmt, oder? Klar. Na, wenn du darauf bestehst, dann erzähle ich dir jetzt alles. Okay, ich bin gespannt. Da hätten wir zuerst das hier, das linke Monument. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihr Geheimnis wird auf 6 Monumenten bewahrt. Was steht da? Und dann das hier, das Monument rechts. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre 7 Kräfte münden im einzig wahren Heldenmut. So steht es da geschrieben. Als hylianische Voice kannst du das nicht wissen, aber wir Gerudo erzählen uns seit uralten Zeiten von den Kriegerinnen. Sie sollen die Gerudo beschützend geleitet haben. Allerdings habe ich nicht sehr viele Informationen über sie gefunden. Außerdem ranken sich viele Mysterien um sie. Manche verehren alle 7, andere nur eine einzelne von ihnen. Wieder andere denken, es gab nur eine Kriegerin, während die nächsten glauben, es waren in Wirklichkeit 8. Es gibt unter den Gelehrten viel verschiedene Ansichten dazu. Der hier erwähnte einzig wahre Heldenmut stützt meines Erachtens die These von nur einer Kriegerin. Das allein ist schon eine unglaubliche Entdeckung. Aber wenn ich alle 6 Monumente finden könnte, fände ich bestimmt noch mehr über die Kriegerinnen heraus. Und diese Kugel, über die ich in meiner Suche gestolpert bin, muss etwas mit der Sache zu tun haben. Irgendetwas. Wenn ich das herausfinde, werde ich zum Star der Archäologiegesellschaft. Aber leider habe ich bisher nur die beiden Monumente gefunden. Und da es in der Oberfläche keine zu geben scheint, müssen sie alle im Untergrund sein. Wenn ich doch nur irgendwie die Texte auf den Monumenten gelangen könnte, ein Bild davon wird mir schon reichen. So, das Geheimnis der Kriegerin hat erstmal eine Nebenquest bekommen. So, hatte hier nicht noch eine Nebenquest? Ah, hier, wo ist sie nur hin? Hallo. Adakara, die Chefin, wo ist sie nur hin? Hm? Oh, du bist der Gast der Königin. Das ist das. Und das ist also ein Boy. Sein Kopf müsste so um die... Sein Halsumfang ungefähr... Bei seinen Ohren tippe ich auf. Und seine Penislänge ist... Ah, oh, Entschuldigung, ich habe zuvor noch nie einen Boy gesehen. Ja gut, wenn die ständig nur unter sich sind, dann ja, so ergibt das auch Sinn, dass sie noch nie einen Mann gesehen hat. Also habe ich versucht, deine Maße... Ja. Wahrscheinlich hat sie gerade versucht, unsere Maße zu schätzen. Wahrscheinlich auch von gewissen anderen Körperteilen. Hm? Warum ich das gemacht habe, stelle ich Schmuck her. Und da ist es wichtig, dass er richtig... Intimschmuck. Ich bin Kara und habe nur selten die Gelegenheit, etwas für Voi anzufertigen. Wenn du möchtest, werde ich ihnen also mein Bestes geben, ein paar schöne Stücke für dich zu zaubern. Wenn die Chefin hier wäre, hätte sie wahrscheinlich alles Mögliche anfertigen können. Aber sie ist auf der Suche nach Materialien für ihre Schmuckstücke gegangen und bisher nicht zurückgekehrt. Sie war guter Dinge und wollte in der Gegend rund um die Torma-Dünen auf die Suche gehen. Aber die Gegend dort ist Moldura-Gebiet. Also ziemlich gefährlich. Ich hoffe, es geht ihr gut. So, die verschwundene Besitzerin. Kann ich dir vielleicht behilflich sein? Die Chefin ist zwar nicht da, aber ja, Schmuck? Jedes Wölfe besitzt Schutz vor einem anderen Element, wenn du es trägst. Rhodonit ist zum Beispiel schützend vor Kälte, Saphire wiederum vor Hitze. Wir mussten die Kutti-Juwelen noch selbst mitbringen, wir haben nur auf Bestellungsschmuck angefertigt. Aber jetzt bekommen wir tolle Juwelen aus Eldin, das liegt im Nordosten von Hyrule. So können wir den Schmuck schon auf Vorrat anfertigen und die Kunden haben weniger Arbeit. Gut, das wirkt sich jetzt etwas auf den Preis aus, aber das ist ja eigentlich nur logisch. Der Sandsturm macht es schwer, an Material zu kommen, aber das, was wir da haben, ist von bester Qualität. Ich hätte ja nie gedacht, dass ich mal die Gelegenheit haben würde, so lange mit einem Boy zu schwatzen. Ja, Chefin? Aisha ist die Inhaberin dieses Ladens. Ich kann nur Schmuck anfertigen, aber die Chefin sollte sogar Waffen für Königin Richu her. Ihre Handwerkskunst ist einmalig. Ja, wenn die Chefin hier wäre, hätte sie wahrscheinlich alles Mögliche anfertigen können, aber... Naja, in die Torma-Düne ist er halt aufgebrochen, ne? Moldura-Gebiet ist das. So. 1300 Rubine für Udo, die Stirnband! 1400 auf ihr Stirnband! Erdstürmerringe, die irgendwie gar nichts machen? Lame. So, könnt ihr mal aufhören, mich alle anzustauen? So was ist. Bist du jetzt nicht meine Traumfrau? Hast du dich das alles losgeschickt hier? Was willst du? Hau ab, ich bin beschäftigt. Ich muss meinen Traum mal wissen lassen, was er mir bedeutet. Aber solange dieser Typ herumlungert und mich ablenkt, kann ich meine Flasche nicht ins Wasser werfen. Verzieh dich. Schade, ich dachte, sie reagiert darauf, dass ich das gelesen habe.
Ich hoffe, du findest dann deinen Traummann, weil wir sind es ja offenbar nicht. Also Link ist es offenbar nicht. So, Hyrule-Reis. Oh, du kommst von außerhalb, oder? Heißt das, der Sand schon mal aufgehört? Nee. Oh, Moment, jetzt muss ich dich genau ansichten, dass du sofort der Sand bist. Außerdem würde ich wohl auch niemand mehr hier herumhängen, wenn der Sand schon wirklich vorbei wäre, ne? Tut mir leid, dass ich so eine blöde Frage gestellt habe. Ich habe da meinen Boy wegen des Sandsturms schon eine Weile nicht gesehen. 12 Rubine gekauft, Hyrule-Reis und ist gebonkt. So, als ob die nur eins davon hat, ne? Steinsalz habe ich selber. Die ganzen Pilze habe ich eigentlich auch selber. Schwertling, Rüstling, das brauche ich jetzt alles nicht kaufen. So. Laufen die mir nach? So. Warte mal, kann man das kaputt machen oder soll das nur so aussehen, dass man es kaputt machen kann? Man kann es kaputt machen und aha. Monument der sieben Kriegerin. Zack. Speichern. So. Okay, hier wird trainiert. Die neue Einheit siegt. Nimm das. Genau, zielen und dann. Da ist ja gar keine Kanonenkugel drin. Ist vielleicht auch besser so hier unten. Okay, ich habe gerade eins gefunden, aber das kann ja noch nicht alles sein. Yo, Alter, wie groß ist das hier unten bitte? Hallo? Was? Akletter? Hallo? Die Gefängniszelle ist gleich hier. Es ist mir egal, ob du ein besonderer Boy bist, der unsere Stadt nach Belieben betreten darf. Ich kann dich nicht passieren lassen. Wenn du unbedingt hinein willst, müsstest du etwas Verbotenes tun, so wie der Boy, der schon in der Zelle sitzt. Genau genommen war es für einen Boy wie ihn schon verboten, unsere Stadt überhaupt zu betreten. Auch wenn du eine Ausnahme bist, wenn du eines unserer Gesetze brichst, dann brech ich dich in zwei. Dann gehörst du nämlich zu ihm in die Zelle. Dann wird sie uns wahrscheinlich was brechen. So. Wer bist... Hallo? Wer sind Sie denn? Hallo? Typi? Hey! Willkommen! Hey, ein Mann? Oh, du musst der Boy sein, von dem alle reden. Ist mal was Neues, einen Mann hier zu sehen. Du hast wirklich ein Sondererlaubnis bekommen, wa? Trotzdem solltest du dich von deiner besten Seite zeigen. Denn normalerweise würden sie dich schon einsperren oder aus der Stadt werfen, nur weil du ein Kerl bist. Ja, zum Beispiel wie der Trottel da drüben. Ja, wie der da drüben, siehst du? Richtiger Vollidiot. Aber solange du nichts anstellst, sollte dir das auch nicht passieren. So, was? Hauptpflege? Was? Hautpflegeprogramm? Sandpapiermassage. Der Besitzerin Aroha ist einfach unglaublich. Die konnte gar nicht genug kriegen. Jetzt ist sie Assistentin. Das günstigere Hauptpflegeprogramm von Oda, ihre Schüler ist auch nicht zu verachten. Das ist aber das Ergebnis auf eine Garantie. Nintendo. Was ist hier los? Hauptpflege ohne Termin. Oh. Mal Ziegen, warum liegt hier Butter rum? Ich habe einige Fragen. Jetzt sag bitte nicht, ich schmier dich mit Butter ein und massiere dich dann damit. Da findet man doch Öl. So Massageöl, als ob die dich mit Butter einreiben. So, na hier Ölflasche, ne? Sowas zum Beispiel. Das ist also eine Karte. Dann. Hauptpflege ohne Termin. Warte mal, warum ist hier oben? Aha, Steinsalz. Hier liegt erstmal ein Topaz rum, natürlich. Wahrscheinlich. Und so eine komische Kugel. Hallo. Oha. Oh, shit. Na, die hat aber Schenkel, Halleluja. Du bist der Gast der Königin, oder? Möchtest du die Gelegenheit nutzen und unser Hautpflegeprogramm probieren? Normalerweise habe ich einen Gasthof an der Oberfläche, aber naja, wegen des Sandschutzes der Monster mussten wir uns ja hier in Sicherheit bringen. Ich war auf 6 Monate ausgebucht, aber das hat sich erledigt und jetzt bin ich bald total aus der Übung. Aber für dich ist das gut, du kannst dich ausruhen oder das Pflegeprogramm genießen, ganz ohne Wartezeit. Hautpflege? Oh, erzähl mir nicht, dass du noch nie von der Hauptpflege im Hotel Oase gehört hast. Aber gut, bist ja auch ein Boy. Du wirst dich in unserer Stadt wohl kaum auskennen. Wenn du dich meiner Sandpapiermassage überlässt, willst du dich wie neu geboren fühlen. Du wachst gekräftigt und energiegeladen auf, daher ist dieses Programm auch so beliebt. Wenn ihm das nicht Interesse weckt, dem ist nicht mehr zu helfen. Also, was darf's denn sein? Normales Programm? Hauptpflegeprogramm, bitte. Einmal Hauptpflegeprogramm. Mich juckt das schon in den Fingerspitzen. Ja.
Geweckt werden bitte am Morgen, hä? Sabor. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, wie angespannt du bist. Komm, schließ die Augen und entspann dich. Dein Körper wird es dir danken. Was war das gerade für Geräusche? Warum ist alles schwarz geworden? Nintendo, was ist da los? Was war das gerade? Oh! Willst du dich erholen und wieder voller Kraft? Komm jederzeit wieder, wenn du erschöpft bist. So, das überlassen wir jetzt. Also überlasse ich jetzt ganz eurer Fantasie, was da gerade passiert ist. Wir wollen ja nichts Unanständiges denken. Die hat uns wahrscheinlich einfach nur ein bisschen massiert. Mit Sandpapier. Auch wenn ich mir immer noch denke, dass das wahrscheinlich der Haut eher schadet als hilft. So, aber zum. Du bist doch ein Mann, oder? Wieso darfst du denn dann hier frei herumlaufen? Wabiski. Jeder weiß, dass laut Gerudo-Gesetz Männer die Stadt nicht betreten dürfen, und das setzen sie auch streng durch. Wer bist du, dass du eine Ausnahmegenehmigung bekommen hast? Während ich bloß ganz kurz einmal hier reingeschaut habe und dafür schon im Gefängnis gelandet bin, die haben mir nicht mal die Gelegenheit gegeben, meine Gründe zu erklären. Ich wollte doch nur meine Frau Bedi und unsere Tochter Akletta wiedersehen. Tja, weißt du, und ich sag das nur dir, weil du so aussiehst wie jemand, der so ein Geheimnis für sich behalten kann. Seit ich hier festsitze, konnte ich tatsächlich schon ein paar Mal meine Tochter sehen, also bin ich gar nicht mal so furchtbar unglücklich. Aber meine Frau habe ich bisher noch nicht ein einziges Mal gesehen. Sie hat mir gesagt, dass sie in einer Boutique in Gerudo-Stadt arbeiten wollte, aber mehr weiß ich auch nicht. Meine Tochter weiß sicher, wo sie ist, aber ich konnte bisher nicht mit ihr sprechen. Bedi, Akletta, ich weiß, dass wir bald alle wieder zusammen sein werden. Okay. Schade, ich bekomme aber gar keine Quest von dem. Ne, denn nicht. So, dann gehe ich jetzt aber, glaube ich, auch mal wieder. Warte mal, wo war die? Wo ist die Archäologin nochmal hin? Sie war das. Hallo. Das Geheimnis kriegen nur 4 Monumente finden. So, hier bitte. Was? Du hast ein Monument gefunden? Schnell, zeig's mir. So, hier guckst du. Habe ich Foto gemacht. Da steht Folgendes. 7 Kriegerinnen, Schutz der Gerudo. Ihre Kräfte sind Geist, Können, Ausdauer, Wissen, Wug, also Pokémon-Typ, Bewegung und Sanftmut. Ja, das ist ein bekannter Teil der Geschichte, nur gab es bisher keine schriftlichen Zeugnisse. Das ist eine großartige Entdeckung. Ich bin wirklich neugierig, was auf den einzelnen Monumenten steht. Hast du noch mehr? Weiß ich nicht. Oh, sieht nicht so aus, als hättest du ein neues Bild für mich. Noch 3 Monumente. Dank dir sind wir wieder etwas näher dran, die Wahrheit zu erfahren. So. So. Also, ich meine, also. Die Damen mögen mich bitte entschuldigen. Oh, hier unten. Ich laufe auch wie ein. Ich glaube, ich bin jetzt 10 Mal an dieser Statue vorbeigelaufen. Kann das sein? Ich Idiot. Bin wieder ein blindes Huhn. Ich habe mich schon gefragt, wo ist eigentlich die Statue in der Stadt? So. Ich erbitte Herzen. Ja, bitte. Jetzt können wir uns endlich mal Herz grundieren, weil Ausdauer habe ich ja eh schon wieder einen zweiten Kreis komplett. Endlich mal wieder ein bisschen mehr Energy. Herzcontainer. Mit dem maximalen Herzen. Yes. So, das machen wir gleich nochmal. Weitere Segenslichter? Ja, bitte, nochmal Herzen. So sei es. Zack. Da haben wir immerhin 6 Herzen. So, eigentlich habe ich jetzt sogar jetzt 9, weil die 3 von der Sandpapiermassage stehen ja auch noch da oben. Oh, du bist dieser besondere Woi, von dem die Wache gesprochen hat. Ich bin Ashai. Ich bringe dir Gerudo alles über Woi bei. Und du kommst du mit Woi, klar? Hast du vielleicht sogar eine Freundin? Frag, ob Link eine Freundin hat. Na, oh, na klar, ich meine, also wir und Zelda, wir sind, also ich und Zelda, wir sind so. Sehr direkt. Ehrlichkeit ist attraktiv an einem Woi. Woi haben ein Gespür für so etwas. Du darfst gerne eine Unterrichtsstunde beiwohnen, wenn du möchtest. Normalerweise dürfen Woi gar nicht in die Stadt, also wäre es was Besonderes für die Klasse, wenn du vorbeikämst.
Tagsüber finden die Stunden für dich jünger an Wahlstatt. Für dies ist es noch etwas zu früh, einem Boy zu begegnen. Also vielleicht eher an einem Abend, da werden die älteren Gerude unterrichtet. Okay. Ich glaube, ich muss hier ganz schnell raus. Oh, die Sandrobben, die gibt's ja auch wieder. Die Sandrobben. Wotta, ich habe schon von den Wachen gehört, aber jetzt sehe ich sie mit eigenen Augen. Wir haben tatsächlich einen Boy bei uns. Ganz schön beeindruckend, dass du es durch den Sand schon geschafft hast. Oh, hast du dir dafür eine Sandrobbe geliehen? Habe ich nicht. Du hast dir also keine geliehen? Hm. Das kann nicht sein, es ist fast unmöglich, in diesen Sand schon viele Sandrobben zu finden. Aber gelaufen kann er wohl kaum sein, das ist ja mal völlig unmöglich. Ihr Boy seid mir schon Witzbolde. Du kannst dir im Verleih am Rand der Wüste eine Sandrobbe... Du hast dir doch eine geliehen, oder? Das ist der Verleih meiner Mutter. Dann auch nochmal Sack von mir. Sandrobben zu verleihen ist unser Familiengeschäft. Es ist zu gefährlich, im Sand schon nach draußen zu gehen. Das ist mein Laden derzeit geschlossen. Aber falls du hier was über Sandrobben wissen willst, dann kannst du mich gerne fragen. So, Alter, sind die dick, Mann. Aber irgendwie sind die auch voll süß. Oh, na toll. Kaputt. Okay, irgendwas ist hier drunter, aber das geht nicht weg. Aha! So. Nee, warte mal, wenn ich das zurückspule, dann ist es ja wieder da drin. Ist ja auch Quatsch. Ah, kann ich das hier nicht einfach wieder reintun? Nee, warte mal. Wie gehört das jetzt hin? So? Nee. Hä? Nee, warte mal, die Vorderseite ist das hier. Ich schwöre, das Drehen ist so eine... So, deine Mutter, Alter. Deine Gerudo-Mutter. Da wollte ich wahr sein. So, ja, alles zu blöd hier. Speichern. Ob die Königin klarkommt, ich sollte ihr vielleicht auch folgen und... Nein, meine Aufgabe ist, mich um die ehrwürdige Patrizia zu kümmern. Bin ich zu eigenmächtig, meinen Posten zu verlassen. Obwohl, weit wäre es ja nicht. Nur mal eben hier durch, dann wäre ich bei der Nordruine und könnte nach dem Rechten sehen, aber Patrizia? Oh, entschuldige, ich hatte dich gar nicht bemerkt. Die ehrwürdige Patrizia ist die Hofrobbe unserer werten Königin. Du hast doch schon mal eine Sandrobbe gesehen, oder? Das sind sehr flinke und intelligente Wüstenbewohner. Die ehrwürdige Patrizia ist dann aber nochmal eine ganz besondere Sandrobbe. Denn sie besitzt prophetische Fähigkeiten. Doch seit dem Kataklysmus ist sie, naja, sie sagt nur noch rätselhafte Zahlen auf. Ich diene ihr schon seit vielen Jahren, doch so etwas habe ich noch nie erlebt. Im Moment begleitet sie unsere verehrte Königin auf einer hochwichtigen Mission bei der Nordruine. Wenn du die ehrenwerte Patrizia sprechen möchtest, solltest du also warten, bis du unsere verehrte Königin zurück ist. Der Nordruine? Dorthin hat unsere verehrte Königin sich begeben, um sich Übungen zu widmen. Ihre einzige Begleitung hierbei war ihre ehrwürdige Hofrobbe Patrizia, auf deren Rücken sie reiste. Doch nun, da erneut unbekannte Monster in unserer Welt herumstreichen, machte ich mir Sorgen um sie. Leider besitze ich keine solche vortrefflichen Orientierung wie unsere verehrte Königin. Deshalb kann ich den Sandsturm nicht wie sie durchqueren. Ich überlege jedoch, ob ich vielleicht stattdessen durch diesen Schlupfweg zur Nordruine gehen sollte. Nein, die Sorge bringt mich um, wenn ich nicht gehe. Wenn nur dieser Woi nach der Königin sehen würde, wäre ich beruhigt. Na, dann mache ich das doch. Dann machen wir das. Leute, so machen wir das. Entdeckt. Tal der stummen Statuen. Oh, da ist ja noch jemand. So,
So, da bitte jetzt nicht erst. Ach du meine Fresse, was ist das denn? Seltsam. Neru, ich wollte mir nur die Beine vertreten, da habe ich mich in diesem seltsamen Ort verirrt. Warum muss hier auch alles gleich aussehen? Das kann doch niemand mehr von links nach rechts unterscheiden. Angeblich wurde das hier alles vor ewigen Zeiten gebaut. Ich würde wetten, der Bau selbst habe sich schon daumal für ihr verlaufen. Was soll das denn? Ist es dein Hobby, andere bei Selbstgesprächen zu belauschen? Ach, du bist doch dieser Voi, oder? Als junger Voi hätte ich mir sicher... Was hätte ich mich sicher vor dir erschreckt, aber in meinem Alter habe ich mich an Voi satt gesehen. Du bist sicher enttäuscht, dass ich so gelassen reagiere, hm? Tja, jedenfalls musst du mich jetzt entschuldigen. Ich habe Durst, da gehe ich vielleicht mal Richtung Bar.